Wir bekommen Reprints von Modern Horizons 1 Karten in Modern Horizons 2. Jedoch nur in Collectors Booster, oder Marc? Korrekt. Also es gibt ein wunderschönes Cheat, was erstmal Fan-Favorite gemacht wurde, dann wurde ein Meme draus und dann hat Wizard of the Coast selber nochmal so ein Cheat aufgesetzt, wo ich glaube über 2 oder 3 Seiten erklärt wird, welche Karte mit welchem Frame und welcher Vollstufe in welchem Booster drin ist. Und hier ein kleiner Aufruf. When you have to explain it that hard, it's too complicated. Ja, also, ja. Wenn man drei Tabellen braucht, um das zu erklären, ist es schwierig. Also, tatsächlich ist es so, dass wir die Collector, die nur in den Collector-Boostern bekommen, wenn sie aus Modern Horizon 1 sind. Mhm. Und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, nur in Foil oder Edged Foil. Also, es wird die nicht in Non-Foil da drin geben. Das stimmt, glaube ich, tatsächlich. Ich kenne auch die Sheets. Ich habe jetzt noch nicht so ganz genau reingeguckt, aber es ist auf jeden Fall ganz komisch. Vor allen Dingen, wir haben ja so viele verschiedene Versionen. Wir haben Old Border in Foil, Edged Foil. Dann haben wir Borderless. Non-Foil haben wir auch. Und in Non-Foil, genau. Dann haben wir Borderless-Karten, die Full Art sind. Dann haben wir aber auch Extended Art-Karten, beide in Foil und Non-Foil. Dann gibt es noch die quasi regulären Versionen und dann haben wir auch noch die Etched, oder nee, wie heißt das? Sketched. Sketched Art. Genau, und dann halt Karten Modern Horizons 2, also komplette Reprints, die überall drin vorkommen können. Also auch zum Beispiel die Fetchländer ist so ein Ding. Die gibt es in allen Versionen, in, ich glaube, fast allen Boostern. Aber ja, du sagst schon, also wenn ich hier die Slides durchklicke, das ist schon Großartig. Das ist also schon echt eine Ich dachte, wir hätten irgendwie um unsere Karte so ein kleines Spielchen gemacht, so finde die Karte. Wizards hat es halt total übertrieben mit finde, welche Karte du wo findest. Das da kann man, finde ich, immer ganz gut den Test machen, wie kompliziert was ist, wenn du dir die Erklärung anschaust und dann legst du das Medium, auf dem du es angeschaut hast, weg. Und wenn du es in diesem Augenblick bereits vergessen hast, dann war es einfach zu viel für dein Gehirn. Ja, das stimmt. Ging mir so im Bett, habe ich das angeschaut. Aha. Ja, okay, Fetchlands interessieren mich, ja, drauf geguckt, weggelegt. Und jetzt habe ich das versucht zu memorieren für jetzt. Ist nicht möglich. Das tut mir sehr leid. Grausam. Ja. Aber wenn ich das auch richtig sehe mit den verschiedenen Modi bzw. verschiedenen Frame-Arten, heißt ja, dass sowohl das Draft-Booster als auch das Set-Booster keine besonderen Versionen haben. Du kriegst alle Versionen, die verfügbar sind dort, findest du genau in sowohl Draft-Booster als auch Set-Booster. Die einzigen Booster, die halt eben was Besonderes bekommen, das sind eben die Collector-Booster, die eben diese MH1 Retro-Frames in Foil und Edged-Foil geben. Das ist auf jeden Fall, also wenn ihr da auf jeden Fall mega Bock drauf habt, dann seid ihr auf Collector Booster angewiesen. Oder ihr kauft euch einfach die Singles, wie es man sowieso machen sollte. Ich glaube, das ist mein großes Takeaway, was das angeht. Ja, ich glaube, vor allem, wenn man jetzt so, also ich habe zum Beispiel bei Kaltheim, da war es jetzt noch nicht ganz so schlimm, aber ich habe bei Kaltheim ja auch dann die Legendaries, die halt, die ich noch nicht in dieser schönen Super-Art-Form hatte. Und die ich als Commander spielen will, die habe ich mir dann nochmal bestellt, weil wenn der Commander in der Command-Zone anders aussieht, das ist für mich vollkommen okay. Aber so muss ich sagen, sind mir das auch langsam ein bisschen zu viele Karten, weil mein Deck dann so uneinheitlich aussieht. Und wie ich vorher erwähnt habe, bin ich ja der, der in seinem Kämmerchen sitzt und dann darüber langsam verrückt wird oder noch verrückter wird. Das ist jetzt gerade die schlimmste Zeit deines Lebens, oder? Mit Magic the Gathering. Ich freue mich ja über die Karten generell. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn die einfach, also in Anführungszeichen, normal aussehen. Also halt wie die immer aussehen. Ich finde Old Border auch sehr schön. Aber da scheiden sich auch die Geister, weil ich verbinde damit halt Nostalgie. Und wenn meine Freundin das anschaut, fragt sie, wieso ist denn die eine Karte hässlich und die andere nicht? Ja. Also ich finde mal ganz glücklich, dass es keine MDFCs in diesem Set gibt. Oh ja, das ist ein guter Punkt. Davon habe ich auch viel zu viel in letzter Zeit bekommen, meiner Meinung nach. Und ich bin schon mal ganz froh, dass das zumindest nicht der Fall ist. Mit dem Old Border, da haben wir das letzte Mal auch schon drüber geredet. Ich finde, sie haben damit ganz viel aus dem Set rausgenommen, aus dem Timespy Remastered. Ganz, ganz viel. Und halt diesen Special Flavor davon, der ist einfach weg. Ja, das stimmt. Also vor allen Dingen, ich weiß nicht, also diese alte Diskussion mit neuwertigem Artwork auf klassischen Frame ist mir jetzt, also es gibt
viele Sachen, wie zum Beispiel, weiß nicht, Profane Tutor, was wirklich dann so ein Old Border Artwork wirklich hat, wo ich sage, ja, okay, nee, das passt ja auf jeden Fall. Aber manche denke ich mir auch so, ich weiß auch nicht, ob das so sinnig war, also so ein Force of Negation. Da muss man auch ehrlich sagen, finde ich, auch unsere Preview-Karte im Old Border, auch wenn sie eine wunderschöne Karte ist und ich sie mir trotzdem einmal im Old Border holen werde, sie gehört in den New Border. Das Artwork ist so unendlich PC-basierend grafisch gemacht. Das sticht ein bisschen. Ich weiß, was du meinst. Auch wenn du dir jetzt zum Beispiel mal gerade die unaussprechliche Köchin anschaust, die jetzt frisch gespoilt wurde. Ich sag den Namen jetzt nicht. Ich nenne sie einfach Asmora. Das ist ein guter Kompromiss. Da ist halt so viel los in diesem Artwork. Und es war halt früher einfach nicht so, wenn du dir ein Terror oder sowas anschaust oder halt noch, also nicht die ganz alten, aber so alte Karten im Großen und Ganzen, da hast du halt oft, okay, wenn das einen Löwen abbilden soll, ist da halt ein Löwe drauf und dahinter noch Gras. Ja, und jetzt ist es halt auf Ebene 17, ist aber noch ein Witz versteckt, der auf Ravnica anspielt. Und das passt halt nicht ganz, wie du gesagt hast, im Großen und Ganzen zu diesem Verwaschenen. Ich weiß nicht, was es eigentlich darstellt, dass der Old Border. Ich finde den hübsch, aber ich weiß nicht, was das Material ist, was er darstellen soll. Ich glaube, das ist halt einfach eine Mischung. Also es soll, glaube ich, so eine metallene Goldschicht, so wie so eine, weiß nicht, N64-Textur früher. So einfach so Schwurbel wie Metall-Mario oder so soll es quasi darstellen. Und das war ja irgendwie damals reingeführt worden in Legends, meine ich, als es dann diesen großen Push mit legendären Kreaturen irgendwie gab. Um das halt so ein bisschen besonders zu machen. Aber du hast recht, es ist wirklich Legend komisch. Gar nicht so verwaschen war, tatsächlich. Gerade in Legend war es ja so, dass der wirklich so ein sehr krasses, goldenes, glitzerndes Gedöns hatte im Endeffekt. Also was damals in Non-Foil glitzernd war, weil damals gab es noch keine Foils. Das war wirklich so ein richtiges Gelb, hatte ich manchmal das Gefühl. Das war ja noch eine ganz andere Art. Das haben sie ja jedes Mal, wenn ein Multicolor-Block kam, haben sie es ja verfeinert. Und bis zu dem Punkt, dass sie es zum Beispiel in Mask verfeinert haben, dann, ja, im Endeffekt in jedem Set gibt es irgendwo eine Neuheit, wenn es um Multicolor geht. Ja, wenn es Gold ist, frage ich mich halt, warum es so Wellen wirft. Es könnte Bronze sein, aber ist ja eigentlich auch egal. Es sieht halt schon cool aus. Aber ich muss mal sagen, wenn man sich den Normal Frame anguckt, der ist ja nicht goldrandig, weil das ist ja keine Karte, die. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie sind da normale? Also, nee, die normalen Multicolored, zum Beispiel Planeswalker und so weiter, die haben ja tatsächlich einen goldenen Rand auch im normalen Border. Aber sie, weil sie keine Mana-Kosten hat, hat ja quasi so diese Doppelintensität. Deswegen auch dieser Reminder-Button in der Legendary Creature Zeile, dass da diese Doppelfarbgeschichte mit drin ist. Das finde ich wiederum sehr komisch, weil dann hätte ich, glaube ich, eher gedacht, wobei, gibt es so ein Dual-Color-Frame in Old Border? Ja, wahrscheinlich eher tatsächlich, nicht, ne? Also in Old Border weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie es in New Border gemacht haben. Jetzt in Commander Legends 1. Da gibt es ja gerade in den Edged Foils hast du ja wirklich diesen Übergang und ich glaube, das wäre nicht so das Problem, das auch in Old Border drauf zu setzen. Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall weird, dass halt dann so der Old Border dann so golden ist und dann der New Border bzw. alle anderen Varianten dann diesen Schwarz-Rot-Verlauf haben. Aber von wegen Stilentscheidungen, wir haben ja in unserer letzten Strixhaven-Veröffentlichung hatten wir Edged Foils, die extrem kontrovers waren. Wie findet ihr denn jetzt die Umsetzung? Habt ihr denn schon Videos gesehen, beziehungsweise gesehen, wie sie denn aussehen werden? Also ich tatsächlich noch nicht, leider. Ich habe mir hab auch noch nichts gesehen. Du bist jetzt der Weise unter den Tauben, Stummen und Blinden. Also im Endeffekt haben sie es halt so umgesetzt, wie man es gedacht hätte. Also im Sinne von, dass halt das Edged Foil bei Old Border Karten ist halt wirklich der Frame und nicht das Artwork. Also das normale Foil von früher. Genau. Und das ist halt dann was, jetzt könnte man natürlich sagen, Leute, die jetzt super drauf auf dieses Minimalistische gegangen wollen, werden, sein, wie auch immer, denen wird ja jetzt quasi wieder eine Inconsistency, was Edged Foils quasi angeht, angedreht, oder? Also, jetzt die dritte Version von Edged Foiling. Genau. Und das ist halt eigentlich auch extrem komisch, oder?
Ja, schon. Also ich muss sagen, wenn sie es ungefähr so machen, wie sie es halt mit den alten Foils hatten, dass wirklich der Rahmen nur Foil ist, dass das Bild nicht Foil ist, dann ist das schon cool. Und ich glaube, da können die auch richtig viel draus machen, weil auch gerade Nostalgiker das natürlich anspricht. Weil meine Foils hatten damals kein Foil-Bild. Das war einfach nicht so. Ja, das stimmt. Und das haben sie erst später eingeführt. Und da könnten sie da natürlich wieder ein paar Leute abholen. Und gerade mit dieser Nostalgie spielen sie ja in diesem Set sehr, sehr krass. Ja. Und deshalb würde das ja nur Sinn machen tatsächlich. Warum sie es dann Edged Foiling nennen, da bin ich überfragt.